Zalando. Willkommen zurück zu Tekken 7. Ich hatte letztens mit Penta, Elisa, Lucky Chloe und Jin Kazama den Tresorkampf gespielt. Und ausgerechnet bei Jin Kazama, wo ich nur einen Sieg gebraucht habe, also nur bräuchte, habe ich leider die Runde verloren. Ich bezeichne es immer noch als Betrug, ist mir egal, was andere sagen, für mich war es ein Betrugskampf. So. So, aber es sind noch nicht alle Charaktere auf dem 10er-Zahl, sage ich jetzt mal. Es fehlt noch Nina mit 5 Siegen. Yoshimitsu mit 6. Steve mit 8. Paul mit 5. Law mit 2. Xiao mit 5. Shaheen mit 8. David Jim mit 8. Alisa mit 7. Feng mit 1. Er braucht 6, 8, 8, 4, 3, 5, 9, 4, 1. Also am wenigsten hat Master Raven. Aber ich spiele heute mit Charakteren, mit denen ich nur 5 brauche. Wie Miguel zum Beispiel. Und danach spiele ich mit Nina und dann habe ich auch die Folge heute. Was? Sorry. Aber da müssen es etwa eine Viertelstunde sein, also. Also genau eine Folge. Desgraciadamente. Round 1. Fight. Ikimasu. Hallo? Oh ja, was für ein Theater. Parece que estás a punto de perder. Apártate de mí. Nein! Wie geil ist das denn? Krack gewesen. Solange es aber nicht nochmal passiert. Oh, Katsumi, geh mir jetzt nicht auf die Nerven, du Kuh. Oh! Das hat schön geklatscht. Aber die erste Runde war trotzdem geil. Was? Schon wieder? Aber diesmal ein anderer Geistername. KO. Round 2. Fight. Er und Beichten. Round 1. Fight. Ja, das ist der Penner. Der mir auch mal einen Sieg genommen hat. Round 2.
Round one. Fight. Dein Hintern wollen wir nicht riechen. Der stinkt nach Bär. Immer noch, wir wollen nicht riechen. Lass doch nicht mal gleich einen Pups raus. Round two. Fight. So. Da noch doppelten Schaden. Mann, Alter, was soll der Müll? Wie er noch so lang gegleitet ist. Alissa! Na komm, kommt jetzt ein Betrug, fick dich doch! Fick dich ins Knie! Arschloch, Maulfresse! Hackfresse, Alter! Ey, da krieg ich wieder schlechte Laune. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ich verliere, aber nicht durch so eine Scheiße immer. Ja, sicher. Ich habe nur gerade den Redshot nicht gedrückt, hm? Überhaupt nicht. KO. Round two. Fight. Mann! Jetzt trifft er mal den blöden Teddybär. Ich bin schon genervt von Alissa. Übrigens werde ich jetzt doch nicht mit Nina spielen. Bedankt euch bei Alissa. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Fen Wei. Mit Feng wird es dann 7 Kämpfe werden. Nämlich, ich habe ja gesagt, mindestens 10 Kämpfe. Nicht mehr. Round 1. Fight. Na komm, Betrug, ja komm, leck mich am Arsch. Round 2.
Das Spiel entwickelt sich immer mehr zum Schocktaufen. Übertreib deine befickte Rolle jetzt nicht. KO. Final round. Fight. Wenn jetzt irgendwas kommt, ist es Betrug. Ja, tut mir leid wieder für meine Laune, aber wer mich mittlerweile kennt, der weiß, dass ich bei sowas immer schnell schlecht gelaunt werde. Besonders Kämpfe, die ich eigentlich hätte gewinnen müssen und nicht durch einen Betrug verloren. Okay, vielleicht war ein Kampf gegen Alisa vielleicht ein bisschen Pech, aber es war auch ein bisschen Betrug dabei. Und bevor es noch weiter sich ein bisschen eskaliert, beende ich lieber jetzt die Folge. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann bis zum nächsten Mal mit Nina Williams. Ciao.